Hallo, liebe Minecraft-Freunde. An dieser Stelle möchte ich euch ein gesundes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und ja, dass ihr so viele Geschenke wie möglich absahnt, die euch dann auch gefallen, die ihr braucht. Im Einzelnen wünsche ich, dass Hermine dann ihr Headset endlich bekommt, dass wir sie im Teamspeak wieder begrüßen können. Simple Zero kann auch gut eins gebrauchen. Ja, und euch wünsche ich, dass ihr für die Zukunft gesund bleibt und alles drumherum. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und viel Spaß beim weiteren Let's Play. Kiste. Mann, das sieht hier aus wie Sau. So, Knochen, Knochen, Mehl, Augen, Sapling. Ach, da können wir uns schon wieder einen Wald anpflanzen ohne Ende. Pfeile, wieso sind die da oben so ganz einsam? Cobblestone, Dreck. Eisen, Gold. Holz schmeißen wir jetzt mal hier hin. Und hier die Ressourcen. Hier schmeißen wir jetzt mal die Hoe hin, den Weizen da drüber. Add Leder, die Pilze, dass wir hier so ein bisschen den Krimskrams haben und hier so ein bisschen die Baumaterialien. Kabel kann noch mal weg. Ein bisschen Kabel haben wir noch. Ein bisschen Stone haben wir noch. Ah, der wollte ich ja zum Brennen. Hatte ich den noch da? Gut, auch gut. Das Glas schmeißen wir da mal mit hin. So, Kohle-Stickies brauchen wir ja immer. Das war fertig gebrannt. Packen wir aber erstmal da rein. Dazu. So, ja, gut. Ja, dann haben wir jetzt ein paar Folgen zusammenbekommen. Ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen, auch das Haus, wie es aussieht. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Viel Spaß und tschüss. Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, zu einer neuen Aufnahmesession. Ihr habt ja gerade eben von mir den kleinen Weihnachtsgruß gehört und dann noch den Rest von der letzten Session. Ja, jetzt sind wir wieder neu da und ich sehe, es wird gerade Nacht, dann schlafen wir erstmal. Und dann schauen wir, was wir noch tun können, müssen, tun und überhaupt. So, wenn ich mich recht entsinne, haben wir das letzte Mal angefangen, das Haus zu bauen. Und ja, du mich auch. So, die Tür hatten wir ja schon drin. Jetzt muss ich mich selber erstmal wieder orientieren. Ah, ja, genau, wir brauchen noch Holz, um das Dach fertig zu machen. Dann kann so langsam auch mal die Einrichtung vonstatten gehen. Tja, dann gucke ich mal, was habe ich denn dabei? Gut, ich habe noch Kohle zum Brennen. Brauchen wir denn überhaupt noch Gebranntes? Weiß ich jetzt gar nicht. Ein grüner Creeper. Eieiei, ob ich mich den traue. Jo. Und jo. Und jo. Oh, der ist immer noch nicht hinüber. Mano. Jetzt habe ich hier ein Loch. Oh, warte mal, ich sehe gerade was. Das muss ich nochmal schnell ändern. Da war das. Exit-Menü und dann gucken wir direkt. Ja, okay, das haben wir aus. Ja, wie ihr bei diesem kleinen Weihnachtsgruß gesehen habt, stand ich ja vor einem kleinen Tannenbaum und dieser ist nicht von dieser Welt, sondern der steht auf dem Server, der ja quasi heute oder morgen online geht. Und ich denke, ich werde die IP einfach mal unter dieses Video schreiben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns da gerne besuchen kommen. Und ja, dann können wir ein bisschen Zeit auf dem Server gebrauchen. Der ist leider immer noch nicht ganz fertig. Es gibt noch einige Baustellen, die erledigt werden müssen. Aber im Prinzip ist er fast so weit, dass man ihn besuchen kann. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Und habt Spaß dran. So, wie ich sehe, haben wir kein Holz. Das heißt, wir müssen Bäume fällen. Auch das noch. Mann, 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 Mann. So, nehmen wir den mal als erstes hier.
Ja, das fängt ja wieder gut an mit langweiligen Folgen hier. Dass wir erstmal wieder Holz fällen müssen hier. Schlimm. Aber es nutzt ja nichts. Denn nur wer arbeitet und fleißig ist. Oh, kaputt. Gut. Dann geht's jetzt auch was schneller mit der Eisenaxt. Zack, zack, zack. Na, ganz so schnell auch nicht. Ja, ich habe mir übrigens mein Weihnachtsgeschenk schon vorher gegönnt. Das werde ich euch gleich erzählen können. Und zwar habe ich mir meinen PC ein bisschen modernisiert, möchte man sagen. Ich hatte vorher zum Beispiel immer noch Windows XP. Das lag daran, dass ich eh nur 4 GB drauf hatte. Und mein Prozessor war nicht der schnellste, es war nur ein Dual Core, ein einfacher. Und da hatte ich mich entschieden, dann erstmal bei Windows XP zu bleiben, damit ich ja die ein wenig weniger Ressourcen verbrauche und somit na, erzählen und arbeiten gleichzeitig, das ist irgendwie nichts für mich. So, jetzt ist der natürlich oben hängen geblieben. Ah, ist mir jetzt auch egal. Und da habe ich jetzt natürlich ein bisschen investiert. Für einen ganz neuen PC hat es bei mir leider nicht gelangt. Deswegen musste ich halt auf einzelne Komponenten zurückgreifen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Quad-Core-Prozessor und habe somit mehr Rechenleistung, was sich auch direkt bemerkbar macht. Ich bin dann von 4 auf 8 GB umgestiegen. Den hole ich mir aber jetzt, das ist mir jetzt auch egal. Und somit habe ich auch dann jetzt das Vergnügen, endlich mal Windows 7 bei mir drauf zu haben. Und es hat schon einige Vorteile, es zu haben. Der größte Vorteil für mich jetzt darin ist, dass zum Beispiel ich jetzt nicht mehr mit zwei Audiospuren arbeiten muss. Denn unter Windows 7 funktioniert es auch so, dass Fraps bei mir das Mikrofon, was über USB läuft, aufnimmt und zugleich trotzdem noch den Spielton, was vorher nicht ging. Da musste ich das immer getrennt aufnehmen. Ich musste also mit Fraps zum Beispiel den Spielton aufnehmen oder das Mikro, je nachdem, was mir gerade beliebter war, und musste dann den Spielton mit einem extra Gerät aufnehmen, mit Audacity. Das brauche ich jetzt zum Glück nicht mehr. Somit dürfte es auch weniger vorkommen, oder ich hoffe gar nicht mehr, dass ich zum Beispiel eine Folge komplett ohne Sprache aufnehme, so wie es mir ja schon mal passiert ist. Ja, das ist also das Weihnachtsgeschenk, was ich mir selber gegönnt habe. Mehr eigentlich nicht. Bescheidenheit, naja, okay, teuer genug war es trotzdem. Aber, na. Ich hasse diese Tannenwälder so langsam echt. Hätte ich mir doch lieber ein normales Gebiet genommen. Egal. Und ja, somit kann ich dann jetzt auch entspannter aufnehmen. Ich verspreche mir vor allem auch dadurch, dass ich dann auch noch eine neue Grafikkarte habe. Und zwar habe ich mir die GeForce 4, GTX 550 geleistet. Ti. Die dann hoffentlich auch mehr mir beim Rendern mehr abnimmt. Also zum einen merke ich es auch schon beim Minecraft-Spielen. Es geht jetzt alles ein bisschen flüssiger. Es ruckelt weniger, wo es vorher geruckelt hat. Zum Beispiel hatte ich immer das Problem, wenn es regnet, dann hat es bei mir ordentlich geruckelt. Da habe ich schon festgestellt, dass das jetzt so gut wie gar nicht mehr ist. Da bin ich also schon mal sehr froh drüber. Und wie gesagt, ich erhoffe mir dann auch, dass ich beim Videorendern mit der Grafikkarte dann auch etwas schneller bin als vorher. Weil ich habe teilweise bis zu 2 Stunden gebraucht, um eine Folge zu rendern. Das war nicht wirklich toll, weil ich dann den PC eigentlich kaum anders nutzen konnte. Und wenn, dann hat es halt noch länger gedauert mit dem Rendern und ja, ist nicht wirklich praktisch. So, ob sich das dann alles beha Fussel, ob sich das dann auch alles bewahrheiten wird, was ich mir davon verspreche, das wird sich dann noch zeigen. Und zwar spätestens, wenn ich jetzt hier diese Session render.
Und dann kann ich euch beim nächsten Mal davon berichten, ob es denn auch so funktioniert hat. So, ich merke schon, ich muss mich ein bisschen besser konzentrieren hier. Ja, was mich ein bisschen stört, ist, ich hatte vorher ein kleines Programm drauf, das nennt sich Sizer. Unter Windows XP hat das wunderbar funktioniert. Da konnte man nämlich eine Fenstergröße definieren und dann mit einem Rechtsklick dann einfach sagen, diese Fenstergröße will ich jetzt haben. Das war sehr praktisch für Minecraft. So konnte ich nämlich direkt im HD-Modus, dann hatte ich das Fenster. Das war alles dann super praktisch. Und das funktioniert leider nur bedingt, habe ich festgestellt. Also bei Minecraft funktioniert es gar nicht. Bei vielen Windows-Fenstern auch nicht. Bei anderen dann wieder schon. Da muss ich nochmal gucken, dass ich dann vielleicht eine etwas aktuellere Version kriege, dass das dann auch wieder besser funktioniert. Deswegen spiele ich im Moment im Vollbildmodus, dass ich es mir dann nachher beim Bearbeiten ein bisschen zurechtrücken kann. Und das ist halt ein bisschen ungewohnt für mich, weil ich das im Normalfall nie mache, im Vollbildmodus spielen. Von daher wundert euch bitte nicht, wenn ich mich denn jetzt mal öfter verbaue oder öfter mal planlos durch die Gegend renne, weil ich es wie gesagt nicht gewohnt bin. So wie jetzt. Da. Aber das werdet ihr mir dann hoffentlich auch verzeihen. Gut, alles verbaut. Praktisch. Hier müsste noch was hin. Und da sehe ich gerade, habe ich eh gefailt. So. Bäumchen haben wir jetzt keine mehr. Ob ich den Stein jetzt brauche, weiß ich nicht. Ich lege ihn mal beiseite. So haben wir uns wieder Knochen gesammelt. Ja, müssen wir noch was Holz holen. Oder wir können ja mal von unten gucken, wie es uns bis jetzt gefällt. Ah, auf jeden Fall sieht das hier schon mal ganz schick aus. Schöne viele Fenster, ist auch schön hell hier. Das gefällt mir schon mal. So, ja, das wird ein imposantes, stattliches Häuschen. Ein bisschen Erde müssen wir uns noch abkrabbeln. Ne, Spinne? Genau. Tja, das sieht doch schon mal ganz nett aus. Muss ich sagen. Doch. Habe ich, glaube ich, ganz gut gemacht bis jetzt. So, dann holen wir uns noch ein paar verwaiste Bäumchen. Wie hier die paar. So, bauen wir uns mal hier hoch, in der Hoffnung, dass wir dann direkt beide von oben ein bisschen abgrabbeln. Na, können. Ah, und es wird schon wieder dunkel. Ich habe doch gerade erst geschlafen. Ach, Menno. So, das funktioniert nicht ganz. Vielleicht, wenn ich mich heranschleiche. Nee, oben kram ich nicht dran. Muss ich mir noch einen höher bauen. Zip. Zack. So, da muss ich mich aber auch beeilen. Ich möchte nicht schon wieder hier die grünen Viecher vor der Tür haben. Die reißen mir immer so komische Löcher im Boden. Jo. So, runter. Einen noch. Oh, noch einen. So. Den Rest abholzen. Ich höre sie schon wieder schleichen, glaube ich. Und einsammeln natürlich. So. Und dann jetzt aber schnell schlafen gehen. Ah, die ist jetzt schon böse. Nein, 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 nein. Da sind schon wieder die ersten Grünen. Ah, siehste, müssen wir auch noch die restlichen Türen zumachen. Und da muss, glaube ich, noch eine Tür rein, wenn ich mich nicht täusche. Aber egal, jetzt schlafen wir erstmal. Ups. Too many, not rest now. There are Monster. Achso. Die blöde Spinne. Müssen wir die jetzt erstmal hier vernichten oder was? Schwert. Komm her, Spinne. Du hinderst mich am Schlafen. So. Aber auch eine blöde Aktion. Vorher konnte man den Monstern so immer schön aus dem Weg gehen. Müssen wir im Hausbett wahrscheinlich am Keller bauen, dass dann die Monster nicht zu nah dran sind.